Na, wie geht's dir? Gut, danke. Schick hast du dich gemacht. Für dich. Danke. Du bist ja auch am Samstag dabei bei der Stocker Christian Fest. Du hast ein neues Werk veröffentlicht. Genau. Und zwar dieses hier. Das ist die neue Single Cold as Ice und ein neues Album. Es ist schon so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Du hast dein Leben musikalisch verarbeitet. Das würde ich, so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt so ein paar Songs, die da so ein bisschen natürlich das Thema behandeln. Und, lass mich mal raten, ich guck mal gerade, wie die heißen. Vielleicht fällt mir da was. Carry Me Home. Gibt's doch noch gar nicht, das Album. Das kennt ihr schon. Ja, im und zwar umsonst. Aber es ist wirklich, sehr schön geworden. Ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt froh, dass es zeig mal her. Ja, du machst selber nicht mehr, oder? Ja, ich muss jetzt mal gucken, was jetzt drauf ist. Also zum Beispiel. Real Love heißt das Album, genau. Ja. Soldier with a Broken Heart. Soldat mit einem gebrochenen Genau. Ja, es geht natürlich so ein bisschen um meine Situation. So, oder auch, ich denke, man kann sich viel darauf beziehen, ja. Wenn du einmal so irgendwann den Punkt erreichst, wo du merkst, es geht halt auch weiter. Das war's. So. Ja, jeder für sich, wie er es meint. Ich habe auch, alle meine Songs spiegeln immer nur hier. Ja. Das war eine schwere Zeit. Meine Kinder lieben den Song. Meine Kinder lieben den Song. Ja. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt aus deiner aktuellen Single an. Cold as Ice heißt sie. Woo! Jetzt gibt es erstmal eine kleine Unterbrechung und dann sind wir wieder da mit Sarah Connor. Gast bei TV Digital, hier das aktuelle Album Real Love und Cold as Ice, so heißt die neue Castingshow, nachdem du ja bei uns auch als Jurorin mitgewirkt hattest, bei unserer Star for Oslo. Wie ist die Lage? Kategorien, wir haben verschiedene Kategorien und jeder von uns, George, Till und ich, haben unsere eigene Kategorie. Wie funktioniert das? Ja, jeder von uns hat eine Kategorie. Ich habe 16- bis 24-Jährige, dann gibt es die über 25. Ja. Big Soul, die sind auch dabei. Wir sind echt cool, die machen wirklich Spaß. Ja, 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 hab ich schon gesehen. Ja, ist cool, es macht Spaß. Also cool. Der andere hat so eine ganz sanfte Stimme. Ja. Nächstes ist der totale Popkünstler, also es ist echt interessant. Ja, ich bin gespannt. Die war ja letztendlich. Also achso, der Zuschauer. Schon. Ja, ja, natürlich, das bestimmt ja der Zuschauer. Ja, ja so, und was singen wir zwei? Aber weiter nicht, oder? Wie in der Version, die ich da. Ne, krieg ich ja nicht hin, oder? Nicht, wo er sich inhaltlich wieder. Ich finde, man muss sich in dem Song ja auch wieder. Komm, wir fahren mal rüber, uns fällt noch irgendwas ein, Sarah. So, was könnten wir denn machen? Was, wo wir uns beide inhaltlich wiederfinden? Ja, wir sind ja beide immer nicht ganz so textsicher. Als ich das letzte Mal mit dir gesungen habe, hast du auch immer mit deinen kleinen Zettel noch geguckt. Ja, wir können ja so, so lautmalerisch singen. Was würdet ihr denn gerne mal von Sarah Connor hören? Boah, ich habe eine Idee, ich weiß was. Vom Zero to Hero, das ist doch ihr Song. Ist doch immer auch mal schön, was anderes zu hören. Zum Beispiel, wenn Sarah Connor singt, einen Song von Jeanette Wiedermann. Bin ich so bei, oder Yvonne Katterfeld. Was hat ihr denn hier?